Pum. Ich habe letztens einmal ganz heimlich alleine ein, zwei Tage gezockt. Also ein, zwei Ingame-Tage gezockt. Es sind Dinge passiert. Ich habe mir was craften lassen vom. Oh mein Gott, mein Blick, ey. Ich gucke schon wieder wie der letzte Psycho. Ich hatte mir was craften lassen. Habe ich das sogar in der Tasche hier? Ja. Genau, ich hatte mir diesen Compactor bauen lassen. Und hab dann erst irgendwann fest, irgendwann dann, als ich hier mal durcheskaliert bin, festgestellt, oh Scheiße, das Ding hat ja auch wieder Haltbarkeit. Und hab mich dann direkt wieder gescampt gefühlt vom Spiel. Ich habe mich direkt wieder gescampt gefühlt, weil ich habe ganz schlimme Sachen gemacht beim Terraforming. Es sieht alles, glaube ich, jetzt ganz, ganz schrecklich aus. Und ich sehe das jetzt nach einigen Tagen jetzt selber das erste Mal wieder und werde mir wahrscheinlich gleich denken, oh Scheiße, was habe ich getan? Was habe ich mit meiner Stadt getan? Ich glaube, ich kriege da echt so ein bisschen Angst vor. Gleich, wenn wir hier gleich rausgehen und dann Richtung Stadt laufen. Tester hat sich nicht übergeben. Ab in den Handel. Genau. Genau, ist drin geblieben. Ach Gott, ey, ich habe auch so viel Scheiß in meiner Tasche hier, ne? Ich habe halt, bin halt wieder. Ich habe halt, glaube ich, ein bisschen gesammelt. Als ich privat ein bisschen gespielt habe. Wie gesagt, ich habe nicht so mega viel gemacht. Bis auf das Terraforming. Ich habe halt ein bisschen gesammelt und also auch Geld gesammelt. Wir haben jetzt aktuell 302.000. Ich muss meine Kamera wieder verschieben. Die sitzt nämlich hier gerade über allem. Tü-tü-tü-tü. So, warte mal, ihr seht mein Geld gar nicht, ne? Das wäre schön, wenn ihr das wenigstens seht. Ja. Genau, wir haben gerade über 300k. Das ist fein. Ich weiß nicht, warum ich Eisenbarren in meiner Tasche habe. Ich glaube, die habe ich zwischendurch eingesammelt, weil ich Eisenbarren hergestellt habe. Kennt ihr das? Ihr hört irgendwas in eurer Wohnung und denkt euch, bricht hier gerade jemand ein? So. Seltsam. Okay. Hier die Samen wollte ich noch einlagern. Ich liebe Will. Will ist einfach. Will ist einfach eine großartige Mood in Bear and Breakfast, definitiv. Ich muss erstmal diesen Hut wegbringen, glaube ich. Und ich habe da noch ein Brett, sehe ich gerade. Ich muss wieder ein bisschen sortieren, das ist alles ganz furchtbar. Au! Hühnchen füttern. Oh Gott, ey. Dann muss ich euch noch nicht zeigen, wie schlimm alles gerade ist mit dem, mit dem Terraforming, ey. Das seht ihr gleich noch alles. Na, ihr Gubbel-Gubbels. Warum erinnert mich ja der Charakter an Geralt mit einem Mantel? Ja, weil es weiße Haare sind und ich einen Zopf habe, ganz einfach. Ja, das stimmt schon ein bisschen. Ich sehe auch so einen Schatten von Geralt. Ich wurde schon gesagt, ich bin Will. Hallo, ich bin Jessie, guten Morgen. So. Ja, ich bin heute richtig auf Low Energy, ey. Ich bin ganz schön unfit. So, wir haben auch wieder einen Krokodok am Start, sehe ich gerade. Da, der schippert da am Teich rum. Also ich bin ja echt überlegen, immer noch so ein Haus am See zu machen. Auf dem See zu machen. Ja, ich habe hier irgendwie, das kennt ihr alles noch gar nicht, ne? Ich habe hier irgendwie Wege überall hingeklatscht. Ich hatte auch zwischenzeitlich versucht, eigentlich hier unter der Brücke die Wege zu machen. Und das Problem war dann, man kann ja die Brücken wieder abbauen, aber ich habe sie danach nicht mehr hingebaut bekommen. Ich habe sie nicht mehr hingebaut bekommen. Die ließ ich nicht mehr setzen. Ich habe alles drumherum dann wieder abgebaut, auch die Wege drunter wieder entfernt, falls sie da irgendwas blockiert haben. Ich hatte sogar den Baum weggenommen. Ich habe den Baum gefällt, ich habe die Bäume gefällt, ich habe die Abgründe weggemacht, für den Fall, dass die Brücke sich nicht an Abgründen platzieren lässt oder so, was aber eigentlich gehen sollte. Und es ging einfach nicht mehr. Und dann war ich so genervt, dass ich einfach den Tag
nicht gespeichert hatte. Und damit wir den Ursprungszustand wieder haben, weil sonst hätten wir jetzt wahrscheinlich gerade keine Brücke. ja, genau. Und danach habe ich mir dann den Compactor gebaut und jetzt sind Dinge passiert und ich habe jetzt auf einmal einen Bach in meiner Stadt. Hilfe. Und ich habe eine Brücke gebaut. Und generell, ich habe hier auch noch so einen Übergang gebaut gehabt zwischen den beiden Stellen, weil das sah halt irgendwie so ein bisschen unglücklich aus. Dann kann man hier halt so rüber eiern. Und dann würde ich nochmal schauen, dass man hier einen schönen Weg macht zur Brücke hin. Dass es hier halt sich so ein bisschen mit anschließt dann. Genau, das sind so die Sachen, die ich dann offstream noch ein bisschen gemacht habe. Halt jetzt nicht mega viel, aber so die Wege und sowas, das war halt dann aufwendig. Ja, und dann halt hier bin ich halt durcheskaliert. Und weil ich unbedingt den Compactor ausprobieren wollte und dachte, ey, ist bestimmt eine gute Idee, den zu benutzen, wenn man hier in der Stadt ist. Ja, und jetzt haben wir hier halt noch einen kleinen Bach zu laufen. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Eigentlich finde ich das gar nicht so schlecht. Mir gefällt nur die Position von der Hütte hier halt nicht. Ich habe schon überlegt, ob ich wirklich hier den ganzen Teil weg mit dem Compactor wegballer. Aber wie gesagt, ich fühle mich sehr gescammt vom Spiel, dass... Also hier habe ich den halt benutzt. Dann habe ich den an manchen Stellen halt getestet, um zu gucken, wie er funktioniert und so. Und der hat halt jetzt schon eine halbe Haltbarkeit runter. Das ist schon heftig. Also selbst wenn man jetzt so große Flächen weg, also einebnen möchte, da musst du halt direkt schon wieder einen neuen bauen lassen bald. Und das wird auf Dauer ganz schön teuer, weil man dafür auch Eisen braucht. Also das ist schon nicht ohne. Aber gut, ich habe jetzt auch noch nicht so mega viel Eisen, deswegen kann ich mich auch eher darüber beschweren. Ach genau, ich gehe jetzt erstmal zu dem Forscher, damit ich mir nochmal einen Blueprint hole. Von dem Forscher habe ich mich letztens auch sehr verarscht gefühlt, weil er sehr oft Blueprints hatte, die ich schon kannte, also viele Anleitungen, die ich schon kannte. Das hat mich sehr enttäuscht. Den kannst du auch wieder aufladen. Danke für die Info, nach der ich nicht gefragt habe. Dankeschön. Und Hallöchen, Schlanger. Bitte nicht random irgendwelche Sachen raushauen irgendwie, weil ich entdecke das Spiel halt so ein bisschen für mich selber und es ist halt immer ein bisschen blöd, wenn einem dann immer schon wieder vorgekaut wird. Ein Picket-Fans, den kenne ich doch schon, oder? Ja. Den kenne ich doch schon. Also selbst wenn ich hier mal irgendwie mit Ratlosigkeit rumeier oder so, ist es halt immer kein Freifahrtschein, mir immer gleich alles zu beantworten oder zu sagen oder so. Weil wenn ich Fragen stelle, dann frage ich direkt den Chat. Also dann spreche ich euch direkt an und sage, hier, weiß jemand, ob das und das, kann man das reparieren oder so. Hätte ja theoretisch auch machen können, habe ich jetzt nur gerade nicht dran gedacht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es sowas wie eine Ladestation gibt, aber ich wusste jetzt nicht, wofür die gedacht ist. Ich habe übrigens eine Benachrichtigung für mein Gamepad bekommen, für mein neues. Ich weiß halt nicht, ob es sich lohnt, jetzt hier diesen Weg aufzufüllen, weil ich finde diese ganze Kante ganz furchtbar. Weil ich glaube, ich die Bude hier eh nicht direkt stehen haben möchte. Das ist halt so das Ding. Ich glaube, das möchte ich gar nicht. Vielleicht stelle ich die wirklich eher bei den Stellen dann hin oder so. Aber ich will halt jetzt auch noch keine Gebäude umpositionieren, weil das sehr teuer ist und wir sonst gerade eh das Problem haben, dass ich noch gar keinen richtigen Plan habe, wie das hier alles gestaltet wird. Das Museum steht da eigentlich auch echt unglücklich. Man könnte eigentlich eher da, wo das Museum steht, eher schon den, das Farmgebäude dahinstellen. Das würde, glaube ich, besser hinpassen. Wieder weg, fertig machen für die Arbeit. Viel Spaß euch noch. Dankeschön, Dizzy. Schönen Tag dir noch. Beziehungsweise viel Erfolg bei der Arbeit, besser gesagt. Ich habe meinen Speer nicht ausgerüstet. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, habe ich nicht gesagt. Ich darf meinen Speer auf keinen Fall aus der Werkzeugleiste rausnehmen. Ja, weil dann passieren schlimme Sachen. Nee, ich glaube tatsächlich würde hier das Gebäude ganz gut hinpassen. Hier müssen wir halt eh eigentlich nochmal dekorieren und so.
Da hatte ich bisher aber nur keinen Nerv für. Hallöchen, Fanti. Hallö. Ja, muss man mal gucken. Ich finde das hier mit der Brücke ganz süß, halt so mittendrin. Mir gefällt es eigentlich nicht, dass ich so nah am Strand bin. Das mag ich eigentlich gar nicht so gerne. Ich hatte ja auch schon überlegt, ob wir irgendwann mal den ganzen Sand hier aufschütten. Und hier, weil hier hätte ich ganz gerne normale Erde und keinen Strand. Vor allem keinen so großen. Das mag ich irgendwie nicht so gerne. Aber vielleicht gibt es ja bei... Hat er eigentlich vielleicht irgendwas, was irgendwie, weiß ich nicht, viele Mengen Erde irgendwo anders hinpackt? Ich meine, es gibt halt nur noch diesen Hammer sonst und die Kettensäge. Ja, und der Rest ist halt irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht mit dem Traktor oder so, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, der Traktor ist wahrscheinlich auch nur zum Rumfahren. Wer weiß. Das sind Sachen, müssen wir ausprobieren. Ich frage mich, ob Sinn macht, die Quarry zu bauen. Zahnräder, dann diesen Motor. Ach, dafür braucht man das Buttonboard und das Spielzeug. Ah, cool, die habe ich letztens alle verkauft. Cool. Ich habe sehr viel Geld damit gemacht. Weil dann können wir uns echt mal so ein fancy Quarry bauen. Keine Ahnung, wofür das so richtig gedacht ist, aber... Dann haben wir es. Das ist zwar mega teuer, aber egal. Der Quarry kostet 70.000. Spiele werden ja immer teurer. Ja, echt, ey. Hallöchen, Winzi, guten Morgen. Es ist halt echt so. So, was möchtest du? Du willst wieder Klamotten tauschen, Franklin, alles klar. Wir haben Post. Okay, Fletcher hat mir einen Apfel geschickt. Ich weiß nicht warum, aber sie hat mir einen Apfel geschickt. Meinte irgendwie, isst du auch genug? Ja, ich denke schon. Also ich atme zumindest. Also scheinbar lebe ich oder so. Demnach esse ich auch. Sonst wäre es mit dem Leben und Atmen nicht so einfach. Ja, ich glaube, ich habe wirklich keine Tastatur oder so mehr übrig. Ne? Ich habe die alle letztens einmal verkauft. Als ich ein bisschen allein gespielt habe. So. Einfach frech ohne euch. Weil ich habe Bock, diesen Quarry zu bauen. Hallo, Hallo, Perry. Oh, mach die Tür zu. Perry hat noch keinen zweiten Partner. Den wollte ich nicht ohne euch kaufen. Ist zufällig das Wombat wieder da? Oh ja. Oh, das Wombat ist da. Oh. Oh. Ja, die müssen wir jetzt kaufen. Die müssen wir jetzt kaufen. Wie sie irgendwie steht, Hank immer vor dem Text. Was für eine Auflösung nutzt du? Ich habe, warte mal kurz. Ich habe irgendwie heute die, du musst mal bei Steam gucken. Bear and Breakfast hat bei Steam einen Beitrag zu bekannten Bugs und sowas. Und da war irgendwas mit so Auflösungsfehlern dabei. Ich guck gerade, worüber man das findet. Ah, hier. Wenn du bei Steam-Bibliothek auf das Spiel gehst und dann auf Community Hub klickst. Und dann ist da halt ein Beitrag mit Known Issues und How to Fix Them. Und da kannst du mal dich mal durchlesen. Weil da stand irgendwas mit verschobenen Interfaces und keine Ahnung was. Und ich weiß jetzt nicht, ob man das fixen kann, aber da stehen halt immer so ein paar Lösungen auch mit bei.
Das ist doch eine zu große Ratte. Du kennst komische Ratten. Das ist ein Wombat. Wie sehen denn Ratten bei dir aus? So, und ich finde, wir sollten sie Mortal Wombat nennen. So. So. Ich habe einen Wombat. Mal gucken, was es... Ich weiß halt auch immer noch nicht, was die Schnabeltiere fressen. Also für die gibt es halt kein Futter. Und für die Wombats halt auch irgendwie nicht so richtig. Mhm. Das ist jetzt nicht so gut. Ah. Ey, die Wurfphysik ist manchmal anders wild. Also wirklich. Ich meine, okay, mein Haus ist mega voll, ja. Aber dass die Sachen da teilweise irgendwie sonst wohin geflackt werden, ist ja insane so. Ich hab die Sachen immer lieber direkt auf dem Boden stehen. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass sie sonst verbuggt sind nachher. So, ich gehe mal in die Muscheln verkaufen, die ich hier noch so habe. Moin. Dafür, dass wir es Wombat Ratti nennen? Nee. Nee, was ist ein Ratti denn für ein doofer Name? Also ich sehe darin keine Ratte. Ich weiß nicht, was mit euch los ist, aber... Eine Ratte sieht dann doch ein bisschen anders aus. Ich habe das Gefühl, ihr habt noch keine Ratten in eurem Leben gesehen. So. Lizzie ist verwirrt. Wir haben Wombat, das heißt, wir müssen wieder einen Stall bauen. Ich weiß aber noch gar nicht, wo wir den hinpacken sollen. Einfach hinter die Schnabeltiere? Würde sich anbieten, ne? Da ist zumindest Platz. Alles wie immer, ja. Vomrad, genau, genau. Vomrad. Gibt's einen Fix dafür, Alicia? Das wäre super. Ne, ich hatte das heute Morgen einmal überflogen. Hab geguckt, okay, war da irgendwie was bei, was ich halt auch hatte oder so. Und das wird irgendwie einmal aufgefallen. Dass manche Leute da Probleme haben könnten, wenn sie eine andere Auflösung an einem Laptop oder so haben als 16:9. Ich habe mir gestern neuen Milka-Kekse Cookie Loop gekauft. Die sind echt nicht gut. Mhm. Ich habe mich gestern, weil ich halt in der Stadt war, und da bin ich halt nicht immer, und in der Stadt gibt es halt manchmal in gewissen Geschäften anderen veganen Stuff irgendwie als jetzt hier um die Ecke oder so. Und ich habe mich erst mal wieder mit Schoketten eingedeckt. Mit den Karamell-Schoketten, Alter. Oh. Die sind so gut. Ich habe erstmal 3 Tüten mitgenommen. Bin jetzt arm, aber ich habe dafür bin ich stolze Besitzerin von 3 Packungen Schoketten. Ach Gott, ey. Ich weiß, wie Ratten aussehen. Die Viecher haben sich bei uns durch den Boden in die dicken Schrottbottiche gefressen. Ich hasse diese Viecher. Ja, manche Ratten sind schon sehr unangenehm. So als Haustier und so sind die oftmals schön nochmal ganz süß, aber die sind schon, können schon echt unangenehm werden, wenn es so wilde Ratten sind und sowas. Hurra, 3 Tüten Schoki. Ja, und leider wären es heute 27 Grad. Ich habe die anderen Packungen jetzt erstmal in den Kühlschrank gelegt, zur Sicherheit. Weil ich Angst habe, dass die mir zerfließen. So. Es ist ein bisschen wie bei Stardew. Ich muss mich erstmal am ersten Spieltag wieder so ein bisschen eingewöhnen. Wir können gleich noch ein bisschen Metallschrott sammeln gehen, ja? Dann finde ich bestimmt noch mal wieder eine Tastatur oder ein... eine Maus oder so. Und dann können wir vielleicht diesen Quarry bauen. Ja, und dann ist es wahrscheinlich wirklich nicht verkehrt, wenn ich dann dieses Ladegerät auch mal baue und so, ne? Ich weiß jetzt nicht, was ich dafür brauche, aber es sind oftmals ja so die üblichen Geschichten. Übrigens, der Witz ist, ne? An diesen... Erstmal, Mr. Hitomi-san, Dankeschön für deinen Follow. Herzlich willkommen. Es tut mir leid, ich laber, glaube ich, gerade sehr doll am laufenden Band hier, ne? Das fahre ich gleich wieder ein bisschen runter, entschuldigt bitte.
Dankeschön für den Follow, machst du bequem hier. Nee, genau. Was ich erzählen wollte, wenn ich hier... Ich bin hier letztens einmal rumgelaufen auf Stream und dachte so, ah, ich gehe jetzt mal Metallschrott sammeln. Ja. Ich gehe jetzt mal Metallschrott sammeln. Aber bin ohne Detektor einfach losgegangen. Also ich hatte den dabei und so und hätte den auch benutzen können. Aber ich wollte einfach nach den X'en gucken. Ich habe das Gefühl, immer wenn man sich vornimmt, Metallschrott zu sammeln und dann einfach sich nach den X'en umschaut, dann findet man keine. Wenn ich aber jetzt hier loseier, ja, mit dem Detektor ganz umständlich, dann finde ich die ganze Zeit. Oder wenn ich dann, wobei das auch nicht so extrem, aber wenn ich dann einfach so mal loslaufe, zum Beispiel um, weiß ich nicht, irgendein Alpha zu töten oder ein Tier zu fangen oder irgendwas sammeln möchte, dann finde ich die Scheißdinger am Lau... Jetzt habe ich die CD wieder eingesammelt, oder? Ne. Dann finde ich die Dinger am laufenden Band, ne. Dann sind überall, keine Ahnung, alle 2 Meter irgendwelche Kreuze auf dem Boden. Nur wenn ich aktiv danach suche, nicht. Ich finde das frech. Ich finde das frech. Ich fühle mich übergangen. Hallöchen, Hitomi-san. Und hallöchen, Alina. Guten Morgen. Hallo. Na, geht's euch gut? Seid ihr gut in die Woche gekommen? Wie war denn euer Montag so? Meiner war halt sehr arbeitsreich. Ich habe den ganzen Tag hier halt Dinge getan und nebenbei dann einfach die komplette Hawkeye-Serie geguckt. Gut, ich meine, es sind auch nur 6 Folgen. Und Miss Marvel habe ich noch zu Ende geguckt. Ich finde nichts, ne? Kein X, gar nichts. Aber hier ist Eisen, das nehme ich mit. Ganz viel Stardew gespielt und aufgeräumt. Oh, das ist gut. Das ist gut. Dann warst du immer noch produktiv und konntest aber schön zocken. Das ist doch schön. Langweilig ohne dich. Es tut mir leid. Es tut mir leid. War aber ganz gut. Dadurch konnte ich halt gestern echt viel schaffen. Meine Overlay-Kundin muss ich jetzt nur noch für eine Farbe entscheiden, irgendwie, die sie drin haben will. Dann kann ich da halt auch in die Vollen gehen und das Ding dann auch bald komplett ready machen. Ich habe gerade kurz vergessen, wie man Sachen abbaut. Ich weiß auch nicht, was mit mir ist. Kurz vergessen, ich stehe vor dem Stein und denke so, warte mal, wie baue ich das jetzt nochmal ab? Ja, wahrscheinlich mit der Spitzhacke auch, ne? Genau, nehmt gleich noch einen Cookie, sehr schön. Ach ja. Weil vermutlich komme ich dann heute Abend auch wieder nicht dazu, das Stardew-Video weiterzumachen, mit dem ich dann gestern so in die Vollen gegangen bin. Weil ich dann wahrscheinlich dann auch Rückmeldung von der Kundin für das Overlay bekomme. Und dann werde ich das blau, ist das halt auf jeden Fall Priorität. Weil die Etsy-Sachen sind natürlich immer vor YouTube. Lohnt sich Miss Marvel? Ich fand Miss Marvel sehr angenehm und delightful. Also sehr... Hat sehr viel Spaß gemacht, die Serie zu gucken. Also die hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Du hast zwar so ein bisschen Coming-of-Age-Kram, aber der hält sich noch in Grenzen. Das ist okay. Aber ansonsten hatte ich sehr viel Freude damit. Was mir sehr gefallen hat daran und mir auch vor allem gezeigt hat, die Serie hat mir sehr gezeigt, wie wenig Ahnung ich als weiße Europäerin von der indisch-pakistanischen Geschichte habe. Da habe ich richtig gemerkt, so scheiße, ey, das lernst du nicht in der Schule. Du hast einfach gar keine Ahnung von dem Scheiß. Was diese beiden Länder eigentlich für Geschichten hinter sich haben. Und das wird halt ein bisschen in der Geschichte halt also in Miss Marvel aufgegriffen. Also Miss Marvel ist ja ein pakistanisches Mädchen, die in Amerika lebt. Und diese ganze Kultur wird aber mit aufgegriffen und das finde ich sehr schön.
Die hat da einen hohen Stellenwert in der Serie. Und dadurch lernt man sehr viel, also auch zumindest gerade so als weißer Pleb, der keine Ahnung davon hat, lernt man zumindest schon ein bisschen mehr davon kennen, so glaube ich. Und das hat mir gut gefallen. So. Huch, da. Ja, ansonsten ist die auch echt unterhaltsam. Also witzige, also coole Charaktere, witzige Dialoge teilweise. Man kann halt echt ganz schön viel schmunzeln auch. Ist ganz süß auf jeden Fall. Kann ich empfehlen. Hawkeye fand ich auch nicht schlecht. Hawkeye hat mir auch gut gefallen. Aber Hawkeye ist halt auch Hawkeye. Hawkeye ist ja mehr so der, der ist ja eher so der Sad Boy. Der viel durchgemacht hat. Weil ich muss so momentan so ein paar Marvel-Sachen nachholen. Meine Energie ist auch gleich. Verabschiedet sich auch gleich, ne? Meine Woche startete, dass ich mich mit Fotografie auseinandersetze. Blende, ISO, Verschluss. Was bedeuten die Knöpfe auf meiner Kamera? Hab gekocht, aufgeräumt, Haushalt gemacht und auf Pakete gewartet. Oh, das klingt doch auch gut. Das klingt doch auch gut. Hallöchen, Familie Hakon. Hallo, Madeline. So. Ah, wie ist die Lage im Hause Hakon? Ich hoffe doch einigermaßen okay. Du hast an deinem neuen Design gearbeitet. Aha, aha. Design ist immer gut. Ich wollte gestern Abend eigentlich, nachdem ich da mit dem Videoscheiß dann pausiert habe, dann nochmal eine, so zwei Varianten für die Kundin gemacht habe, wollte ich dann eigentlich auch nochmal in einem neuen Overlay-Paket arbeiten irgendwie, aber das hat dann irgendwie nicht mehr so gezwurbelt. Und dann habe ich Kopfschmerzen gekriegt. Ich hatte gestern Abend dann auf einmal so voll die Kopfschmerzen. Bin dann halt irgendwie um halb elf oder zehn habe ich mich ins Bett gelegt schon. Dann noch die letzte Folge Hawkeye zu Ende geguckt und dann halt auch irgendwann gepennt. Weil die waren echt übel. Und froh, dass ich damit heute Morgen nicht aufgewacht bin. Sonst hätte ich wahrscheinlich echt den Stream absagen müssen. Wenn die dann noch schlimm gewesen wären. Ah, Frühstück aus der Keksdose. Guten Morgen, Roland. Hallo. Es ist bald wieder Winter und ich brauche ein paar neue Pullis, die passen. Das klingt sehr... Ja, das stimmt. Es wird bald wieder kalt, ne? Aber zu viel Marvel. Ja, vielleicht auch zu viel... Das Problem ist halt, dadurch, dass ich ja... Oh, moin. Ja, hallo, Miss Amber. Hallo. Ich glaube, ich habe gestern halt einfach zu viel unterschiedlichen Kram gemacht. Ne? Ich habe halt erst Danksagungskarten gemacht von der Hochzeit. Ich habe noch dann eben die Aufnahmen gemacht fürs Studio-Video, fürs Tutorial. Dann habe ich dann den Scheiß noch geschnitten. Dann festgestellt, dass mir ein Teil, ein Abschnitt fehlt, den ich noch nicht gelesen habe. Dann habe ich ja noch irgendwie dann wegen Feedbacks an den Overlays gearbeitet von der Kundin. Das Schöne ist, die hat sonst das Design komplett abgenommen. Das war halt sehr geil. Die war so happy, dass es wirklich das Einzige, was sie beanstandet, in Anführungszeichen hat, war halt so der Hintergrund, dass ihr der zu hell war irgendwie und man da halt nochmal farblich nochmal ein bisschen guckt. Aber es ist ja halt auch immer so, ne, ist ja immer kein Problem, das anzupassen. Aber das war halt echt cool. Ansonsten hat ihr alles gefallen. Das ist halt mega krass. So, ich habe kein Briefing gehabt, kein richtiges. Also, beziehungsweise, also schon. Ich kriege ja schon ein Briefing von den Leuten, aber sie hatte keine Vorstellung. Nur so ganz grob. Sie hat halt mir einfach dann nur gesagt, beziehungsweise ich habe ihr gesagt, hier, sag mir einfach, was für Dinge du magst, was für Farben du magst, worauf stehst du so, bla bla bla.
Und dann habe ich da halt irgendwas gebaut und die fand das alles geil. So. Und ja, jetzt guckt man nur noch mal wegen der Farbe und dann ist das Ding halt auch soweit durch und ich kann mich halt an den Rest setzen. Und sowas ist dann halt sehr belohnend, wirklich. Das ist so angenehm. Manchmal ist es echt furchtbar, wenn Leute keine Vorstellung haben und dann am Ende nicht zufrieden sind, weil man dann irgendeinen Vorschlag bringt. Und dann hast du eben solche geilen Leute, die dann einfach sagen, ey, das gefällt mir total gut, alles voll getroffen, fertig. Das hat mich richtig happy gemacht. Aber ja, wie gesagt, es war wahrscheinlich gestern ein bisschen viel, was ich mir vorgenommen habe. Vielleicht hätte ich die Videosachen auch einfach jetzt dann im Laufe der Tage nochmal machen sollen oder so. Und nicht alles an einem Tag. Aber ich wollte halt irgendwie auch mal vorankommen mit dem ganzen Scheiß. Ey, mach mal was, genau. So, jetzt will ich erstmal den ganzen Schrott hier einlagern, ey. Ach Gott, das ist auch schon wieder so viel Kram, ne? Das ist auch schon wieder so viel. So, wir brauchen ja gleich, glaube ich, für den, das Quarry keine CDs, ne? Ich guck gleich nochmal, was wir so brauchen. Morgen ist ja Donnerstag, genau. Da können wir dann nochmal gucken. Ich weiß, dass wir eine, genau, wir brauchen die Tastatur. Und die Maus. Das weiß ich auf jeden Fall. Bei den anderen Sachen bin ich mir noch nicht so sicher. Ich glaube, wir brauchten auch eine alte Feder. Keine Ahnung, 5 Stück oder so. Und so ein Motor. Ich glaube, einer reicht. 5 Zahnräder waren auch dabei. Und da müssen wir gleich wegen des Rests mal gucken. Das schauen wir gleich mal. So, hier können wir nochmal Eisen herstellen. Ja, Eisen brauchen wir bestimmt auch nochmal. Ich nehme das mal mit. Und dann gehen wir schlafen. Weil ich den Frosch kurz eingelagert habe. Und dann kann ich gleich Amber verkaufen gehen. Ja. Ja, ja. Clubber ist wieder da. Wer wäre jetzt eigentlich so der Nächste, den wir gerne auf der Insel hätten? Wir haben jetzt ja den Farmtypen, wir haben den Forscher. Wir haben die Gemüsefrau. Dann wäre der Möbelheini als Nächstes irgendwie ganz geil, glaube ich. Der war tatsächlich, glaube ich, als ich jetzt vor ein paar Tagen da einmal privat ein bisschen gespielt habe, war der, glaube ich, da einmal. Und da habe ich vergessen, bei ihm Sachen zu kaufen. Das hat mich sehr geärgert, da war es dann schon spät abends, weil ich das irgendwie verreilt habe. Das hat mich sehr geärgert, dann hätte ich nochmal Deko kaufen können. Jetzt müssen wir halt nochmal gut warten, wahrscheinlich, bis der auftaucht. Oh, Moment. Bevor wir da reingehen, hole ich mir erstmal, werfe ich mal eben das Eisen da rein. So. So, ich weiß nicht, ob Franklin schon arbeiten ist. Ah, doch. Zementfans habe ich doch bestimmt auch schon, oder? Ah, nee. Zementzaun haben wir noch nicht. Alles klar. Betonzaun. Alter, ich muss mich echt nochmal hinlegen. Bin so kaputt. Mach das. Dann ruhe ich noch ein bisschen aus. Oh, der sah ganz cool aus. Der hat nicht nur... Der ist nicht nur einfach... so ein hässlicher Ranzsteinzaun. Da scheinen noch so Eisengitter dazwischen zu sein. Das sah ganz cool aus. Ich nenne dies Kuschelguck. Kuschelguck klingt schön. So, jetzt sag mal an. Kannst du mir was herstellen? Wir können ja mal gucken, was diese Aufladestation als Station dann kostet. Ah, das Kupfer, Kabel, Greenboard, Batterie, Eisen. Haben wir eigentlich alles da, ne? Ah, hier fehlt mir noch das alte Spielzeug. Habe ich das? Oh, habe ich das eingelagert versehentlich eben?
eingelagert. Ich dachte, ich hätte vorhin eins gesammelt. Ach so. Nee, dann habe ich... Oh, dann habe ich... Ach nein, ich habe die das Spielzeug mit der Maus verwechselt. Ich dachte, wir brauchen eine Maus. Ah, okay. Nee, kein Problem. Dann müssen wir gleich noch mal ein bisschen suchen gehen. Bis der Feierabend hat, hoffentlich. Das, ich hoffe, wir schaffen das. Guten Morgen, Jenny. Hallöchen. Hallo, was hast du für Klamotten? Eigentlich nur hässliche Sachen wieder, ne? Die Hose haben wir schon. Nee, ich wollte gar nichts kaufen. Ich will nur gucken, was du brauchst heute. Ah, sie will mir was verkaufen. Ja, okay. Dann kaufe ich dir das ab. Irgendeine hässliche Baseball-Cap, eine grüne. Wer auch immer grüne Baseball-Caps trägt. Okay. Was sagen meine Meilenpunkte? Nee, ja, nicht so doll, ne? 2000. Ich glaube, wir brauchen mittlerweile teilweise 3000 oder so für die Sachen. Na gut, dann gehe ich mal... Ich habe ein bisschen Angst ums Ember. Ich habe Angst, dass mir das jemand klaut. Du kannst schon mal verkaufen gehen. Hui. Schminkum. Hallöchen, Herr Schnackert. Ich hoffe, wir sind heute gut frittiert. Ach Gott, ey. Ich bin ein bisschen kaputt hier heute, Jenny. Es kann aber auch echt sein, also es liegt bestimmt zum einen auch am Wetter irgendwie, weil es jetzt heute wieder so warm wird. 27 Grad soll es heute werden. Und ich habe gestern wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, sodass ich dann halt abends irgendwie voll die Kopfschmerzen gekriegt habe. Und ich glaube, vielleicht fühle ich mich deswegen so unfit, weil ich halt die Nacht über ja quasi noch Kopfschmerzen hatte. Also die wurden ja richtig gegen späten Abend so schlimm. Wahrscheinlich fühle ich mich deswegen auch so gerädert. Das würde es zumindest halbwegs erklären. So, Johnny, ich habe hier deinen Ember Chunk. Ja, also Wetter und Kopfschmerzen. So, die Kopfschmerzen kommen wahrscheinlich auch durch das Wetter gestern. Weil da ja schon sich die Temperaturen ja schon geändert haben wieder. Der Sprung ist halt auch echt immer ganz schön krass. Gestern waren es halt 20 Grad. Dann droppt es halt irgendwie nachts teilweise auf 10, 9, also auf 9 oder 10 Grad. Heute Morgen waren es 11, als ich aufgewacht bin. So gegen, weiß ich nicht, 8 oder so. Wir kriegen 41.000... Wir kriegen... Warte mal, wir kriegen 41.876 Dings für einen Ember, der 2,91 oder sowas wiegt. Ich glaube, das haben wir sonst nur für über 3 gekriegt, dass die über 40.000 kosten. Egal, ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nicht. Hoffentlich gehe ich bald weg. Das warme Wetter soll weggehen. Aber die Kopfschmerzen sind zum Glück weg, auf jeden Fall. Also, aber ich merke auf jeden Fall, dass ich es heute eher ruhig angehen lassen muss auch. Also das merke ich auf jeden Fall, weil ich merke das halt sehr an der Verspannung und so meinem ganzen Körper. Ich habe heute Morgen erstmal richtig heiß geduscht. Oh, okay, wir haben gerade Entrepreneur bekommen. Den Meilenstein hier. Oh Gott, hör auf zu reden, Lizzie. Hör einfach auf zu reden. Das ist ja nicht zu ertragen. So, okay. Es ist zu früh für französische Worte. Gut, dann geht Lizzie noch ein Spielzeug suchen. Also alles wie immer. Ach so, genau. Ich wollte euch vorhin ja noch von meinem Controller erzählen, ne? Ich habe da schon irgendwie die Bestätigung bekommen, dass der wohl eigentlich nächste Woche Montag eintreffen soll. Also schon voll früh. Aber da ist ja scheinbar, da habe ich irgendwie nicht so... Also ich habe da so grob dran gedacht, aber dann dachte ich halt irgendwie so, ja gut, vielleicht kommt er auch aus Europa. Nein, Spoiler Alert, er kommt nicht aus Europa, er kommt aus fucking China. Soll dann halt Montag hier quasi eintreffen, aber das Ding muss ja sicher noch zum Zoll. Das Ding muss ja sicher noch durch den Zoll, das dauert dann wahrscheinlich wieder 300 Jahre. Ich musste bisher, glaube ich, nur einmal in meinem Leben zum Zoll, um irgendwas halt
zu unterschreiben oder so. Ich weiß nicht, ich musste nicht mal was bezahlen. Und dann musste ich da voll unnötig hin. Damit die da einmal vor meinen Augen da in das Paket reingucken und das war's. Nur diesmal muss ich ja wahrscheinlich dann wirklich, also definitiv noch Mehrwertsteuer mal bezahlen, aber es ist ja nicht schlimm. Also muss ich da sicher noch irgendwas machen, ey. Boah, gar keinen Bock dahin zu eiern. Kennst du das, wenn deine Beine so ein bisschen wehtun und müde sind? Ja. Ja, so manchmal ja. Doch. Hab ich vor allem, wenn ich meine Tage habe oder so oder kurz davor bin irgendwie in der Woche. Da habe ich das immer und aber auch so, wenn ich mich jetzt nicht so mega fit fühle, dann habe ich das auch. Dann kann ich mich bewegen und alles tut direkt weh irgendwie. In Wärmekissen. Hört halt auch mal chillen, hab die Woche im Monat und sterb, glaube ich, noch an Unterleibsschmerzen. Na, gute Besserung, Jenny. Wärmekissen bei 30 Grad wird heute interessant. Ja, das ist halt bei so hohen Temperaturen, das ist halt immer widerlich, ne? Das ist einfach so viel schlimmer. Alle Schmerzen sind schlimmer. Weißt du, Wärme hilft normalerweise, aber wenn du dann, wenn es draußen irgendwie 30 Grad sind oder auch über 25 Grad sind, ist Unterleibsschmerzen haben das Schlimmste, weil dann sind die Schmerzen einfach noch viel schlimmer und Beschwerden. Dann kann ich auf meine Beschwerden immer noch mal 200% draufrechnen. Richtig grauenhaft. Weil der Kreislauf schon teilweise belastet ist von der Wärme und dann noch die Scheiße zusätzlich, ey, dann gar keinen Bock. Bitte nur zu Gott dem Dicken, dass ich kein Covid habe. Ja, das hoffe ich bitte auch. So, ich habe das alte Spielzeug gefunden, das reicht mir. Ich laufe mal nach Hause und dann schnell zu Franklin. Nicht, dass der nachher wieder Feierabend macht, weil ich hier zu lange unterwegs bin. Dam, da, dam. Achso, ist das Spiel eigentlich zu leise oder geht's? Halt. Schließlich Donnerstag fliegen. Ja, stimmt, es ist ja bald soweit. Das stimmt. Das geht. Sehr gut. Ja, ihr wisst ja, wenn die Musik irgendwie zu laut oder so ist, dann sagt euch immer Bescheid. Manchmal habe ich ja noch die Einstellungen vom vorigen Spiel oder so drin. Die sind ja immer ein bisschen anders. So, Mr. Franklin. Mr. Franklin, moin. Can you make me something? Was habe ich gesagt? Genau, er soll mir einen Crowy machen, ne? So. Da mal rein. Leider braucht er einen Tag. Ich hoffe, das Ding lohnt sich. Wenn nicht, haben wir 70.000 umsonst ausgegeben. Morgen sollte schon fertig sein. Das heißt, ich bräuchte da einen schönen Platz für, ne? Am besten wahrscheinlich neben dem Aufzug dann. Da wird dann die Heslon-Ecke einfach hingemacht. Seit gestern Abend nach einer Ewigkeit mal wieder Animal Crossing gezockt und nach 10 Minuten wieder aufgehört. Ich kann das irgendwie nicht mehr spielen. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal... ich hatte ja nochmal Animal Crossing auf einer zweiten Switch dann gezockt. Das war dann ganz cool, nochmal neu anzufangen und so. Vor allem ist man dann ja auch nochmal ein bisschen effizienter am Start und so teilweise. Aber so bei meinem normalen Spielstand, wenn ich das dann starte, dann kriege ich direkt ja so innerliche kleine, so eine innere Unruhe direkt, weil ich die ganzen Sachen sehe, die ich alle irgendwann mal machen wollte, aber noch nicht geschafft habe, weil das halt so viel Arbeit ist. So, und dann kriege ich direkt schon einen halben Burnout wieder vom Spiel selber. Ja, keine Ahnung. Dabei hat es mir manchmal die Nächte echt erleichtert, so zum Einschlafen und so, aber das wird momentan nicht so gut funktionieren. Leider.
Oh, ich muss gleich pinkeln. Geht mir auch so, aber könnte auch daran liegen, dass ich gerade an Stardew suchen bin. Ja, das ist ja auch nochmal, das gehört wahrscheinlich auch nochmal mit dazu, ja. Stardew bietet ja auch so viel mehr, ne? Irgendwie dann so, also du hast halt einfach mehr unterschiedliche Sachen, die du machen kannst. Und bei Animal Crossing ist es ja irgendwann nur noch das Gestalten. So, mehr hast du da halt irgendwann nicht mehr. Und das ist dann halt echt schade, ne? So. Gehe ich nochmal in die Mine heute? Ja, ne? Also Minentour machen wir auf jeden Fall noch, glaube ich. Ich wünschte, ich hätte mir gemerkt, was wir für die anderen Sachen brauchen. Ich glaube auf jeden, also für die Ladestation, die möchte ich ja auch bauen, die können wir morgen dann in Auftrag bringen, geben vielleicht. Ladestation, da brauchten wir irgendwie 2 Batterien auch, soweit ich weiß. Aber ja, ich hole die Sachen mal nachher raus, weil sonst ist mein Inventar so schnell voll, ne? Und ich glaube, irgendjemand will noch mit uns tauschen, ne? Ja gut, dann geben wir Franklin nämlich die hässliche Cap. Dann kriegt er die hässliche Cap. Das passt schon. Hallo Lilly, ein wunderschönen guten Morgen. Wie geht's? Hallo. Franklin. Hi. Ich finde es sehr angenehm, dass er sagt zwar, er ist busy heute, aber man kann trotzdem bei ihm dann diese kleinen, diese Gefallen und Quests und so abgeben. Bei Stardew ist es ja teilweise so, dass du damit Clint einfach nichts mehr machen kannst. So, zum Beispiel. Wenn du da ein Werkzeug abgegeben hast, dann ist der einfach komplett stockt, der Typ. Oh Gott, ich tausche jetzt eine grüne Baseball-Cap gegen eine pinke Baseball-Cap. Oh, weiß ich nicht, ey. Was sehen die aus? Oh mein Gott. Ach du Scheiße, ich sehe aus, als wäre ich 8. Und würde gleich mit meinem Wimpelfahrrad losfahren, ey. Ach du Scheiße. Außer in die Kneipe gehen, das kann dennoch, ja. Das geht dann wieder, ne? Ja, und seit ich die Bots installiert habe, kann ich erst recht nicht aufhören. Ja, ja. I know. Ich wollte ja auch sonntags im Stream mal gar nicht so viel Stardew zocken. Und trotzdem haben wir ja zwischendurch so Streams gehabt, an denen wir da irgendwie 7 Stunden Stardew oder länger gezockt haben. Ah, scheiße auf deine komische Cap hier. Jetzt hat sie die blöde Falle eingelagert. Ich werd wild. So. Ja, also nur... Man kann alles ja wunderbar mit dem Gamepad spielen, solange es nicht komplett durch ist schon, wie meins. Aber so die Inventarverwaltung ist ja einfach pain in the ass, ne? Die ist pain in the ass. So. Übrigens, ich habe für euch getestet, das haben wahrscheinlich einige von euch schon ausprobiert irgendwie. Ich habe für euch getestet, man kann keine Kisten hier reinstellen, das geht nicht. Es geht wirklich nur Fallen oder halt eben irgendwelche Items, die man so auf den Kopf trägt, wie jetzt Amber oder sowas oder Rubine. Aber Kisten kann man nicht platzieren, das geht nicht. Also man kann sich da keine Kiste reinstellen und dann da halt irgendwie die Sachen reinlagern dann unten und so. Das funktioniert nicht. Die könnt ihr gar nicht erst platzieren, die Dinger. Weil die Frage hat uns ja schon mal gestellt. Das geht wohl nicht mit Möbelobjekten. So, jetzt muss ich mal eben pullern, sonst wird das hier nichts mehr. Sonst kann ich mich auch nicht konzentrieren. So, bis gleich.
Oh, Leute, ey. Ich sag's euch. Wenn man meinen Nacken massieren müsste, hat es gerade eben so beim Aufstehen und so gemerkt, bräuchte man einen Presslufthammer. Das Teil ist so hart, oh mein Gott. Ganz schlimm. Mein ganzer YouTube-Verlauf ist voll mit Stadio-Videos. Sehr gut. Irgendwie beruhigt mich das, dass ich nicht die einzige kleine Stadio, der einzige kleine Sache Stadio-Suchti bin. Ja, das ist, das ist immer schön, ne? So, wie sieht's denn aus hier? Was ist so der beste Plan jetzt gerade? Was machst du da mit meinem Perry Hotter, ha? 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 Oh mein Gott. Okay, Franklin. Gut. So viel dazu. Sollen wir noch ein bisschen Schrott sammeln gehen, oder was? Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Wobei ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich finde nicht mehr so viel in meiner Umgebung hier. Hier wartet leider kein geiler Schrott auf mich. Geiler Schrott in der Umgebung wartet auf dich. Ja, leider nicht für mich. Nicht für mich. Oh, ich hasse das, wenn die Sachen im Wasser sind. Oh. Ihr mag das nicht. Ich lege meine Werkzeuge hier anders zurecht. Hier finde ich zwischendurch garantiert keine Kreuze, wenn ich hier nach. Wenn ich nur noch Kreuze suche. Entschuldigung. Elektroschrott zu klein Lizzie, bitte. Elektroschrott zu klein Lizzie. Oh, ich kann mir auch nicht richtig reden, ey. Ich habe halt lange nicht so tote Hose gehabt mit einem Metalldetektor. Oh, der Wasser. Okay. Na gut. Das ging ja noch. Ob die Wahrscheinlichkeit für Schrott einfach um einen herum, also um das eigene Zuhause oder das Basiszelt oder ja, das Rathaus drumherum, ob da die Wahrscheinlichkeit niedriger ist für Schrott oder ob das keinen Unterschied macht. Der Beat wieder, ja. Ja, ich höre das schon gar nicht mehr, das Gepiepe, ne? Ich krieg das schon nicht mehr so mit. Da gewöhnst du dich halt irgendwann dran. Wir haben es ja auch mittlerweile schon über 60 Stunden in den Ding kommen, also... Irgendwann merkst du da nichts mehr von. Ich wollte gar nicht buddeln. Hoppla. Damit könnte man bestimmt einen guten Remix machen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich denke auch. Ich wollte gerade sagen, hier ist doch bestimmt noch irgendwas.
muss sagen, als ich privat gespielt habe, hat sich mein Gamepad sogar relativ gut angestellt. Ich weiß zwischendurch nicht, ob es daran liegt, dass ich mittlerweile die Zicken gewohnt bin von dem. Oder ob der das Gamepad mittlerweile merkt, dass es bald ausgetauscht wird. Und jetzt verhält er sich relativ vernünftig. Aber gut, ich merke heute auch wieder, dass ich relativ, also schon Probleme habe. Okay, da oben ist gerade irgendwas gestorben, F. Aber ich glaube, er hat das gerochen. Ich glaube, er hat oder mitbekommen, dass wir ihn austauschen wollen. Und deswegen stellt er sich gut an, damit er nicht ausgetauscht wird. Oh mein Gott! Wo kommt der Hai auf einmal her? Auf einmal Hai. Ich habe noch keinen Hai gekillt. Noch nicht einmal, weil der letzte abgehauen ist immer. Deswegen vor allem.